In Zusammenarbeit mit der Gerd Wellen Sportstiftung und dem Top Hockey Krefeld e.V. fand am 19.11.2012 in Krefeld das vierte CHTC Business Forum statt. Hockeyvideos.de zeigt Ihnen einen Live-Mitschnitt. Liebe Freunde, Förderer, Sponsoren des CHTC, wichtig ist, was auf dem Platz passiert, ist so ein Spruch aus dem Fußball entlehnt. Heute wahrscheinlich das Highlight in der bisherigen Reihe, weil wir den erfolgreichsten Deutschen, wahrscheinlich den erfolgreichsten Trainer der Welt, ja, den dreifachen Goldmedaillengewinner Markus Reis. Moderator des heutigen Abends, also der weltbeste Hockeytrainer, braucht nicht vielleicht den weltbesten, aber den besten Moderator, den wir kennen. Ja, das ist ein manchen bekannt und manchen vielleicht nicht mehr, weil er die ganze Zeit schon aus Krefeld weg ist, also gebürtiger Krefelder. Ja, die beiden Töchter haben noch in Krefeld bei Babsi angefangen, Hockey zu lernen. Stefan hat bei der Frankfurter Allgemeinen und der Rheinischen Post gearbeitet, ist heute Chefredakteur des Wiesbadener Kuriers. Ja, Residenzpflicht in der Region, deshalb darf er nicht in Krefeld wohnen. Aber kommt immer wieder gerne hierhin. Vielen Dank, Stefan, dass du das heute Abend machst. It was Raminta's second of the game, and it's not a celebration of Jimmy's supporters who were outnumbered in the Riverbank Arena. There wasn't enough time for the Netherlands to fight back. Germany had held on to the title they won in Beijing. And the result meant Germany coach Markus Weiser made history by winning a hockey gold medal at the third Olympic Games in a row. He coached Germany's women's team to victory in 2004 and the men in 2008. The final score, Germany 2, the Netherlands 1. Donnerstag und dann die Verlängerung. Deutschland, kämpfen, kämpfen! Und zurückziehen. Nochmal Laufbereitschaft. Ja, Caroline Casaretto, das war die letzte Aktion. Es sind die letzten Sekunden. Schauen Sie sie ganz klar an. Ja, Deutschland gewinnt die Goldmedaille. Ich weiß es nicht. Also, und hier ist der Mann, der den Olymp zum Wackeln brachte, Markus Weiser. Und hier ist Ihr Moderator des Abends, Stefan Schröder. Herzlich willkommen. Eigentlich könnten wir jetzt Schluss machen. Das waren die emotionalsten Momente, die wir Ihnen bieten konnten. Und die hat uns René Hiepen beschert. Ich habe die, ja, einer war wenigstens dabei. Ich habe die ganze Zeit auf der Herfahrt im Auto gesungen. Ja, immer wenn im Radio ein Lied kam, was ich kannte, damit ich auch so heiser werde wie der Hiepen und so jaulen kann. Aber das kriege ich nicht mehr hin. Das ist schon mal die erste Disqualifikation. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier sitze. Meine größten sportlichen Erfolge waren Kreisklasse im Volleyball in den 70er Jahren. Ich war hier beim CHTC. Ich soll hier Tennis gespielt haben, sagt man. Hockey, da wurde ich nie gesehen. Ich habe ja gesagt, ich bin dann in die Zucht gegangen. Beim Hockey, das muss reichen. Vielleicht ist es der Umstand, dass ich Krefelder bin. Dabei wissen Sie, was man über Krefelder sagt. Nein, aber Sie sagen es mir jetzt gleich. Das ist eigentlich eine Mischung aus Bier und Limo, aber nur außerhalb von Krefeld. Über den Krefelder hat Hans-Dieter Hüsch mal gesagt, er weiß nichts, kann aber alles erklären. In diesem Sinne bin ich heute Ihr Versteher. Wir wollen lernen, Weise der Mensch, Weise der Trainer, Weise der Gesellschaftsphilosoph, Frauenversteher hatten wir schon, Weise der Marketing-Experte, Weise der Motivator, Weise der Millionär, wer wir heute nicht kennenlernen. Und warum das so ist, kommen wir auch noch zu. Die erste kritische Frage geht zur Biografie. Warum so späterweise mit 9 Jahren Hockey spielen? Da war doch eigentlich nichts mehr drin. Ja, ist ja auch nicht viel rausgekommen. Ne? Ja, bei ja, mit neun Jahren. Was haben Sie bis dahin eigentlich gemacht? Ja, mein Bruder und ich, wir wurden mit 9 Jahren gezwungen, Hockey zu spielen. Wir wollten beide. Wer war's schon? Spielt meine Mutter.
Wir wollten beide Fußball spielen beim VfR Mannheim und waren auch gute Bolzplatz-Jungs und hätten ganz sicher eine Riesenkarriere im Fußball gemacht, aber es wurde verboten. Und mit 9, wir waren so erzogen, wir haben noch drauf gehört, was unsere Mutter gesagt hat. Und nein, sie hat gesagt, es geht ja erstmal zum Hockey und wenn es euch da nicht gefällt, dann könnt ihr immer noch zum Fußball gehen. Und oder rhythmische Sport gehen. Na, zum Beispiel, ja, wir waren vorher im Kampfsport, also im Kinderturnen ja. Und auf dem Spielplatz. Ja, Sitzfußball fand ich auch immer sehr gut. Wieso ist die Mutter ausgerechnet auf Hockey gekommen? Weil der Tino das spielte? Nein, die hat auch gespielt. Ah ja, beim TSV Mannheim. Korrekt, ja. Wann ist der gegründet worden? Habe ich nämlich nicht nachgeguckt. Okay, ist schon sehr ein alter Verein. 46. Aha, 1846. Der Verein studiert. Der Tilo darf heute als erster ans Bühne gehen. Das ist TSV 1846. Wenn es gegründet ist, ist klar. Aber wann ist die Hockeyabteilung gegründet, Herr Kühne? Wann ist die Hockeyabteilung gegründet, Herr Kühne? Nicht, weil der TSV gegründet ist. Ja, vor 5000 Jahren, habe ich gelesen, ist die Hockeyabteilung. Aber in Mannheim gibt es noch nicht so lange. Es ist wirklich schwierig, all diese Erfolge aufzuzählen. Ich habe mich hingesetzt. Champions Trophy. Um mal die ganz unwichtigen Titel mal zu nehmen. Da haben Sie Frauen und Männer ja. Zu diesem Titel. Sie, genau, Sie sagen immer ja oder nein. Ja? Olympia haben wir einmal Frauen, zweimal Männer. Ja. Weltmeister? Ha? Weltmeister bei den Frauen? Ja, in der Halle. Also nicht bei okay. Den Frauen. Mit den also mit dem Dach zweimal. Drüber. Mit dem Dach drüber ging es. Und 2002 als Assistent schon dabei. Ne? Ja, genau. Als Assistent von Bernhard Peters, der Legende. Korrekt. In der Halle haben wir, Feld, Herren, Europameister. Ja. Hat das bei den Frauen auch geklappt? Nein. Dann müssen Sie nochmal zurück auf den Start vielleicht, bei den Frauen. Europameister in der Halle, aber bei beiden, ne? Bei beiden, ja. Und praktisch schon sehr früh. Sie haben 2003 die Damen-Nationalmannschaft übernommen. Ja. Und sind praktisch ruckzuck schon im nächsten Jahr dann Olympiasieger geworden und Hallen-Europameister. Korrekt, ja. Steht ja alles in der Zeit. Ihr könnt das jetzt schon mal glauben. Und wir machen jetzt auch nicht weiter. Gehen wir uns jetzt durch jedes Jahr so durch. Dann ich habe das auswendig gelernt und wir fragen das jetzt ab hinterher. Interessant fand ich, der Mann hat ja auch mal einen Fluchtversuch unternommen. Er wollte mal was, nicht Vernünftiges, aber was anderes werden. Markus Weise ist studierter, fertiger Diplomkaufmann. Warum schmunzeln die Sie da jetzt? Das ist auch korrekt. War Hockey Teil der Prüfung? Leider nein. Ich habe mich durch mein WWL-Studium an der Uni Mannheim gemeißelt und habe es auch geschafft. War in den Bereichen sehr gut, die mich interessiert haben und war in den Bereichen, die mich nicht so interessieren, weniger gut, also Volkswirtschaftslehre zum Beispiel. Da waren Sie nicht so gut? Nein, da musste ich durch interessante mündliche Prüfungen durch und habe da sozusagen mein Herz gerettet. Mhm. 5 Jahre beim Ausrüster TK, hauptamtlich beschäftigt, aber all die Jahre hindurch wir waren uns einig, dass das eine durchschnittliche Karriere als aktiver Spieler gewesen ist. Also ich spiele das nicht herunter jetzt. Da gab es den Spieler Markus Weiß in der zweiten Liga und in der ersten Liga auch recht kurz. Stimmt das noch, Thilo? Der hat sich ja früh abgesetzt. Der kann da gar nicht mitreden. Hat er sich kaufen lassen? Ja. Naja. Was waren Sie genau als aktiver Spieler? Rampensau, Tritzer, welche Position? Wasserträger? Von allem etwas. Also ich habe quasi alle Positionen, bis auf einmal habe ich sogar Torwart gespielt bei der Unimeisterschaft, aber ansonsten alle Positionen einmal durchlaufen. Ja. Vorne links angefangen und gegen Ende der Karriere zentral in der Innenverteidigung als Stehgeiger aufgehört. Ah ja, okay, um die genialen Pässe zu schlagen wahrscheinlich. Aber all die Jahre und sehr früh schon Trainer. Das ist halt das Schicksal eines Engagierten im Hockey, dass das entweder neben oder gleichzeitig zur beruflichen Tätigkeit auf anderen Gebieten stattfindet. Trainer seit 1990
für den heimischen Verein. Dort auch die Damen trainiert, was der Bruder heute noch tut, der auch zugleich die Herren trainiert. Der Uli, ist der Ältere eigentlich? Nein. Ja, genau. Okay. Hat sich halt gut gehalten, mein Gott. Wichtige Info, oder? Ja, klar. Mein Bruder ist anderthalb Jahre jünger als ich, sonst wissen es alle. Okay, gut. Dann kam sehr früh schon auch das Engagement in den Jugendnationalmannschaften Mitte der 90er Jahre und dann später eben unter Bernhard Peters Assistenz, das haben wir gerade schon angeschnitten, 2003 die Damen und seit 2006 ein extrem und höchst erfolgreicher Hockeytrainer. Jetzt müssen Sie ganz stark sein, Herr Weise, ich lese Ihnen was vor. Kennen Sie Felix Magath? Nicht persönlich. Aber Ihre Spieler kennen den jetzt sehr gut. Die posten ununterbrochen etwas über diesen Mann. Dabei hat er viel Pech gehabt im Leben. Er ist Fußballtrainer geworden. Er musste Millionen irgendwo anlegen. Schwierig. Er musste bei Wolfsburg Trainer sein. Da wollten sie ihn auch nicht mehr. Und dann hat man ihn in Passau zuletzt in eine Talkshow gesteckt mit Katrin Müller-Hohenstein. Und da ist es dann aus ihm rausgebrochen. Er hat eine sehr persönliche Bemerkung gemacht. Meine jüngste Tochter, sagt er, könnte im Fußball richtig Karriere machen. Aber sie hat nicht so den Drang, sich läuferisch über Gebühr zu bewegen. Sie hat sich erst einmal für Hockey entschieden. Es war nicht abgesprochen, dass er mir das, dass er also dieses Zitat liefert, aber was sagt uns das? Sie haben eine Minute Zeit. Ja gut, ich weiß nicht, wo die Tochter Hockey spielt. Es sagt uns, dass Herr Magath vielleicht noch nicht so richtig gut hingeguckt hat beim Hockey, wenn er davon spricht, dass Hockey eine nicht so laufintensive Sportart ist. Also das kenne ich anders, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Aber vielleicht lernt Herr Magath das auch noch, wenn seine Tochter bei einem Trainer ist, der sie in der entsprechenden Art und Weise dann fördert und fordert. Auch ohne Medizinball. Also ich höre daraus, Sie vergeben ihm, Sie sehen ihm das nach. Absolut. Ja. Könnte man ihn nicht einladen? Einfach mal zum Training, mal zugucken. Felix Magath? Ja. Klar. Das laden Sie ruhig mal ein. Na, ich doch nicht. Also mein Training sieht sehr überschaubar aus. Wir sind bei der Konfrontation. Warum spielt Hockey gerade zum Beispiel in den elektronischen Medien, bei den Live-Übertragungen. Warum spielt Hockey da so gut wie keine Rolle? Ja, weil auch die öffentlich-rechtlichen Sender leider in zunehmendem Maße das Quotenargument ziehen. Ja. Und angeblich, also früher war es so, Hockey konnte man nicht übertragen, weil es zu schwierig war. Das ist natürlich Bullshit. Das ist eine Frage der Produktion und ob man sich Mühe gibt oder nicht. Das Gleiche gilt auch für Tischtennis. Da wurde auch mal erzählt, Tischtennis kann man nicht im Fernsehen übertragen. Das ist eine Frage wie viel Mühe gibt man sich wirklich in der Produktion und dieses Totschlagsargument bringt keine Quote. Ja, ist sehr schade und damit verstoßen im Grunde genommen ja die öffentlich-rechtlichen Sender gegen ihren eigenen Auftrag, aber es ist leider so. Der blaue Teppich hat auch nichts gebracht. Das ist schon witzig, wenn du samstags kannst du das heißt noch Sportschau, aber du siehst ja nur eine Sportart den ganzen Samstag. Ja. Und da leiden ja nicht nur, wir leiden da nicht drunter, das ist im Grunde genommen so, also das darf man auch nicht blauäugig betrachten. Aber es ist sehr schade, weil die deutsche Sportlandschaft ist extrem reich an Talenten, an wahnsinnig attraktiven Leuten, die kein Mensch kennt. Ich war jetzt vor ein paar Tagen war ich in Frankfurt, wurde eine Turnerin geehrt, ein Trampolinspringer und eine Ruder-Weltmeisterin, hat noch kein Mensch hier jemals auch nur einmal zu Gesicht bekommen. Aber wirklich tolle Leute, tolle junge Leute, die zum Teil 8 Stunden, wenn du Leistungsturnerin bist, musst du 8 Stunden am Tag Training abreißen, plus deine Ausbildung oder dein Studium auf die Reihe kriegen. Und es ist ein bisschen schade, dass man nicht mal einen Funken von Aufmerksamkeit bekommt. Immer mit diesem langweiligen Totschlagsargument. Ich reite so oft im Fernsehen rum, weil der Hans-Joachim Friedrichsen, gefeierter Journalist, auch früher mal Sportredakteur, Sportreporter gewesen, den legendären Satz geprägt hat, du musst dein Gesicht nur häufig genug, er hat eigentlich Fresse gesagt, aber das darf ich hier nicht sagen, dein Gesicht nur häufig genug ins Fernsehen hängen, dann kriegst du auch einen Preis.
Und man könnte auch sagen, dann erhöht sich der Preis. Oder stellen Sie keinen Zusammenhang her zwischen dem, sagen wir mal, zwischen der finanziellen Ausstattung in den Sportarten und der Präsenz, gerade in den elektronischen Medien? Doch, natürlich, der Zusammenhang ist klar. Wenn du versuchst, Sponsoren zu gewinnen, dann ist das erste Argument, der immer, der Sponsor will sein Geld zurückverdienen, hat er ja auch recht. Und das geht angeblich nur über Fernsehpräsenz. Und das ist schon spannend. Also ich frage mich manchmal, wir hatten ja das Thema Magath. Ich glaube, Felix Magath bekommt jetzt 4 Millionen dafür, dass er nicht arbeitet. Und die Frage, die ich mir immer stelle, wie viele VWs werden verkauft, weil Wolfsburg so und so, ich weiß nicht, wie hoch der Gesamtetat von VfL Wolfsburg ist, wie viele VWs werden verkauft aufgrund des gestiegenen Bekanntheitsgrades von VfL Wolfsburg. Wahrscheinlich gibt es da Untersuchungen, die würde ich gerne mal sehen. Ich habe jetzt eine Theorie, die müssen wir diskutieren, aber nicht über VW, sondern meine Theorie ist, Hockey ist tatsächlich was für Intellektuelle. Also ich verstehe die Regeln nicht. Und wenn ich jetzt gucke, was für Sportarten im Fernsehen Furore machen, also Fußball, muss jetzt nicht so einen Kopf haben, Boxen haben sie an das Hirn schon rausgehauen und Skifliegen muss man auch sehr leicht sein, auch im Hirn, damit man überhaupt rüberkommt. Dirk, ich sage jetzt nichts über Biathlon, du brauchst keine Angst zu haben. Aber jetzt mal im Ernst, wir wollen das ja jetzt hier nicht aushebeln und die Regeln vereinfachen, aber hätte Hockey beispielsweise in Massenmedien eher eine Chance, wenn es einfacher zu verstehen wäre, vielleicht auch langsamer wäre? Ja, kann ich nicht beurteilen. Ich finde es gut, dass es schnell ist, weil es muss auch schnelle Sportarten geben. Wir haben schon genügend langsame Sportarten. Damenhockey. Damenhockey kann auch schnell gespielt werden. Meine Frau ist ja nicht hier. Natürlich kann Damenhockey nicht so schnell gespielt werden wie Männerhockey. Warum nicht? Dazu fehlen die physischen Voraussetzungen. Das ist einfach so. Das ist ja okay. Nicht schlimm. Also ich hatte gedacht, das sind die Gehirnverdrahtungen, von denen Sie dem Janine Möllers erzählt haben. Das sind andere Auswirkungen. Da kommen wir später noch drauf. Okay, da gibt es noch Gesprächsbedarf. Übrigens, das Publikum darf nachher nach 12 Uhr mitdiskutieren, wenn wir hier fertig sind. Nein, wir haben uns eingeschworen. Wann haben wir angefangen? 20 vor Viertel vor? So spätestens in eine Viertelstunde, 20 Minuten ist das Publikum dran. Dann kommen die besseren, da kommen die qualitätsvollen Fragen. Es gab ein lesenswertes Interview von Ihnen in der FAZ, im Sportteil. Es hätte aber auch in der Politik stehen können oder da, wo Debatten in Deutschland immer angestoßen werden, im FAZ-Feuilleton. Sie haben sich dazu der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Sports, ja, so passiert das, wenn man sowas sagt in der FAZ, auf einmal ist das Gesellschaftspolitik geäußert. Und das hatte auf einmal gar nichts mehr mit Hockey zu tun. Wie kommt das? Sie haben sich geäußert, man muss den Sport in seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung sehen, als Integrator, als eine Möglichkeit, Menschen fit zu halten, Vorbeugung gegen Krankheiten etc. Ja, man kann Sport so als Totschlagsargument nutzen. Also die Ausgangsfrage war, oder es ging eigentlich so los, wir rennen ja immer diesem Medaillenspiegel hinterher und das finde ich persönlich. Naiverweise da mal eine persönliche Meinung geäußert. Medaillen und da wird man ja sofort interessieren mich null, haben Sie gesagt, ja? Ja, das stimmt. Ja. Naja, null ist. Ja, wer alles hat, was interessiert den dann noch Medaillen? Null ist übertrieben, aber ja, das ist nicht meine Motivation. Also man wird ja auch immer gefragt, jetzt haben Sie schon zweimal gewonnen und was können Sie denn jetzt noch? Sind Sie noch motiviert? Das ist ja totaler Bullshit. Also ich lege Wert darauf, dass ich die Frage nicht gestellt habe. Ja, ich mag ja auch gar nicht auf ihn rum, sage ich meinen Kollegen. Im Grunde genommen ist die Frage völlig falsch. Also das ist natürlich, meine Motivation ist nicht, Medaillen zu holen. Das ist der, sagen wir mal, langweiligere Aspekt, aber viel spannender ist zu sehen, was stehen da für Jungs vor dir oder Mädels, was kannst du aus denen rausholen individuell, was kannst du aus einer Mannschaft rausholen. Das ist sehr spannend. Also diese Prozesse zu begleiten, Dirk hat vorhin gesagt, eine Leistung zu entwickeln als Trainer, die leider sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich zwei Jobs habe. Ich bin Trainer und ich bin Coach. Das eine ist Leistungsentwicklung, das andere ist Leistungsentfaltung. Ja, hat mir leider keiner beigebracht, auch in meiner Trainerausbildung nicht. Coaching kommt da quasi nur alibimäßig vor, obwohl es sehr bedeutsam ist für
im Kontext von Hochleistung. Und ja, also da war der Anknüpfungspunkt Medaillenspiegel, Sportförderung, 150, 152 Millionen ist ja wahnsinnig viel Geld. Und ich habe einfach gesagt, wenn wir über Sport reden, dann sollten wir vielleicht mal über andere Dinge reden. Und nicht über den Medaillenspiegel, sondern wir sollten drüber über die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Sport. Und mit, wenn du Kinder großziehst mit einer Sportstunde in der Woche, dann muss man sich vielleicht nicht wundern, dass man später Geld an die Hand nehmen muss für eine vielleicht nicht ganz so gesunde Gesellschaft. Die wäre vielleicht ein bisschen gesünder, wenn es jeden Tag Sport gäbe. Es gibt ja nachweislich Studien ohne Ende, die belegen, dass je besser die Kinder bewegt werden, desto beweglicher ist auch der Geist. Also es sind einfach andere Aspekte. Und mir ging es darum, um den Aspekt Grundlagenarbeit. Ich rede gar nicht von Leistungssport. Sondern Grundlagenarbeit, was immer eine Pyramide, breit, unten, gut ausgebildet, bedeutet auch, da kannst du dich gar nicht dagegen wehren, dass du mehr Top-Leute im Spitzenbereich hast. So, und die bilden wir nicht aus. Wir haben eine verkreisende Gesellschaft auf der einen Seite, das heißt, in Zukunft wird der Talentpool, den wir haben, alle Sportarten, auch der Fußball, wird Zugriff haben auf eine sehr kleine Talentgruppe und die ist auch nur sportmäßig ausgebildet. Vom Grundsatz her. Und das ist schon bedenklich. Und dann reden wir über Platz 5 in der Medaillenwertung und reden über Konkurrenten, die, ja, die investieren, siehe mal GB, okay, GB hat so ein Konjunkturprogramm gestartet, die haben Milliarden investiert, seit sie den Zuschlag bekommen haben für London. Jetzt gibt es nicht mehr so viel Geld, aber immerhin hat es massive Effekte gezeigt. Also deshalb habe ich gesagt, wir sollten nicht über 150 Millionen Leistungssport verdauen, sondern es ist eigentlich, wir reden hier von Milliarden. Und dann nicht nur von Sport, sondern auch von Bildung, von Integration, von Gesundheit und so weiter und so weiter. Man könnte ja, oder Sie hätten ja hinzufügen können, die Amerikaner, die ja regelmäßig die meisten Medaillen abräumen, haben zugleich auch die dicksten Leute. Also wenn man da jetzt einen Zusammenhang herstellt, je mehr Medaillen, desto schlanker, das würde ja nicht hinkommen. Ich rede nicht von Medaillen. Nee, eben, genau. Das ist gut. Ich gebe Ihnen ja nur recht. Könnte man dann vom Hockey lernen, wie man beispielsweise künftig in anderen Sportarten, die noch sehr viel mehr teilnehmende Mitglieder haben, mehr als 70.000 wie im Hockeysport, denn sie müssen ja aus diesen überschaubaren Spielern, Aktiven, jedes Jahr aufs neue Top-Teams schmieden. Talente. Kann man das vom Hockey lernen? Können die Fußballer sich bei Ihnen was abgucken mit Ihren über eine Million Aktiven? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie hingucken. Das ist auch eine ganz andere Welt. Das darf man nicht. Da werden auch Äpfel mit Birnen verglichen. Bei uns ist es ja so, wir sind ein Nicht-Profisport. Wir haben keine Liga, die aus Unternehmen besteht, sondern wir haben eine Liga, die aus Clubs besteht. Und wir haben eine sehr intensive Zusammenarbeit zwischen Nationalmannschaft und Clubs. Und bei uns ist es nicht entweder Nationalmannschaft oder Club. Bei uns ist und. Und wir haben, das ist nicht so, dass wir Friede, Freude, Eierkuchen haben. Wir haben auch unsere Streitereien, aber die sind in der Regel sehr konstruktiv. Und es geht darum, dass das Gesamtsystem Hockey besser wird. So, und die Leistung wird bei uns ganz klar primär, auch wenn das dir vielleicht nicht gefällt, in der Nationalmannschaft gemacht. Nein, Quatsch. Das weiß Dirk ja auch. Und wir sind im Grunde genommen dazu verdammt, diesen kleinen Talentpool, den wir haben, extrem auszubilden und der einzige Sinn und Zweck dieser U-Schiene, U21 bis unter in U16, besteht nur darin, A-Kader-fähige Spieler zu entwickeln. Warum? Wir sind abhängig von den Fördergeldern der öffentlichen Hand. Alle 4 Jahre ist ein olympisches Projekt zu Ende und du musst liefern. Also ich muss im Grunde genommen im August eine Medaille liefern und die Zielvereinbarung Ende 2008 mit dem DOSB war, Deutscher Hockeybund, 2 Medaillen, eine davon Gold bei den Olympischen Spielen in London. Ja, und also ambitionierte Ziele. Und das funktioniert nur, wenn du es nachhaltig aufstellst, funktioniert es nur, wenn immer die Talentpyramide muss laufen. Also, rhetorische Frage also, wie viele Spieler gibt es, die Sie mit 18 für den A-Kader entdecken, die Sie mit 14 noch nicht gekannt haben? Einen vielleicht oder zwei. Minimal. Das gibt es in anderen. Das ist ja schon bekannt. Ja. Einschlägig bekannt. Wir haben
das Thema Sport und Gesundheit gestreift, die Qualität, dass man Spieler auch bei der Stange halten muss. Wir erleben regelmäßig, das kommt dann natürlich so in Nebensätzen, der oder der Spieler setzt jetzt mal aus, er muss seinen Doktor machen oder er muss an seinen Beruf denken, an die Familie. Ich habe im Vorfeld gelesen, in der immerhin Marketing-Zeitschrift Horizont, dass Sportler noch vor Moderatoren, Schauspielern etc. den höchsten Werbewert haben, in Klammern könnten. Da sind wir jetzt wieder bei dem Auftauchen in den Medien, also Nowitzki und seine Kinderwurst, das ist der Brüller schlechthin. Mäde Dirk, heißt es dann immer, ne? In dieser Metzgerei. Die Bild-Zeitung hatte einen tränentriefenden Artikel darüber, dass also die Hockeyspieler beispielsweise, der Kapitän, mit 2000 Euro über die Runden kommen muss. Da war die Frage, sind die 15.000 Euro Goldmedaillenprämie eigentlich schon jetzt auf dem Konto aufgetaucht? Nee, sind die nicht, weil die werden ja nicht auf einen Schlag überwiesen. Die werden aber angeblich auch erst ab nächstem Jahr überwiesen. Ne? Stimmt, die kommen Häppchen, weil da kommt jeden Monat eine Rate. Ist das, damit die Ehefrau das nicht merkt, oder? Meine Spieler sind noch nicht verheiratet. Okay, ja, aber sie kriegen doch auch was, oder? Ich kriege auch Prozente bei den Spielern. Nein. Er kommt immer abkassieren. Das ist ja eigentlich eine gute Idee. Das muss ich noch verhandeln. Hier sitzt ein Ideenpool, genau. Dann nachher kommen noch viel bessere Vorschläge, habe ich schon gehört. Nein. Wir kommen in die Schlussrunde. Sie haben es gleich geschafft. Ich frage auch nicht nach den Fingerpuppen. Der Dirk hat da schon müde gelächelt, als ich das eben angetestet habe. Lieber Herr Weise, jeder kommt mal in die Situation, viele jedenfalls. Am 19. Dezember kommen Sie in diese Situation. Ja, Sie werden 50. Zeit doch mal zu überlegen, wie es weitergeht. Sie haben. Was soll ich jetzt hier überlegen? Es war hier ein Fotograf, der ist wieder gegangen. Niemand wird das nach außen tragen. Die Kamera ist gerade woanders hingerichtet. Die laufende. Zurecht. Ja, die hat schon die Hoffnung aufgegeben, dass hier vorne noch was passiert. Ist das jetzt Zeit für Midlife-Crisis? Ich weiß. Vielleicht. Sie wollen bis 2016 mindestens weitermachen. Das heißt, Rio sei nochmal eine Herausforderung, in welcher Hinsicht auch immer. Wie geht es jetzt weiter mit dem Weise? Sind wir jetzt, also jetzt oder sind wir schon 2016? Ja. Man kann ja auch den Absprung jetzt schon vorbereiten und dann ja, und 2016 ja, die Weltöffentlichkeit vor vollendete Tatsachen. Ja. Ja, genau. Also ich sag mal, Lissek ist nach Malaysia gegangen, muss man ja nicht. Bernhard Peters hat es noch anders gemacht, wir sehen das jeden Samstag, wie es ihm geht. Also die Britta ist nicht zu beneiden im Moment, glaube ich. Wenn er sich da genauso verhält, wie er als Hockeytrainer war, da hat er schlechte Laune, ne? Musste man als Assistent da eigentlich viel für tun, dass das sich wieder besserte? Boah, so oft hat Bernhard nicht schlechte Laune gehabt. Er hat so auch gewonnen. In jedem Training einmal kurz. Aber im Vergleich zu Ihnen ist das aber nicht. Das ist ja das Schöne, als Co-Trainer hast du ja wirklich einen angenehmen Job. Ja, da mögen dich die Spieler ja. Weil da spielt der Good Guy, Bad Guy. Du bist ja der Anti-Chef sozusagen. Ja, klar. Du bist ja dann so. Wenn ich immer eine. Das war ganz interessant. Also Bernhard hat mir dann ja sogar Spieler anvertraut. Auf der anderen Seite des Spielfeldes, ja, und dann hast du auch so Übungen abgearbeitet und die Spieler waren immer glücklich, wenn sie dann zum harmlosen Co-Trainer gingen, aber nach gefühlten 23 Sekunden kam schon von drüben die erste Botschaft, relativ deutlich und klar zu verstehen. Und das war Originalton, ja. Der Originalton hat sich auch besser gehört. Ja. Ja, also es, wir schweifen ab. Ja, wir schweifen ab. Aber mein Gott, abschweifen muss auch ja, mal sein. Ja, klar. Also, Lissek, Malaysia, Peters, Hoffenheim, dazwischen ist Luft. Da ist viel Luft, ja. Sie sind, wenn Sie in Rio, was auch immer geworden sind, 54. Ja, das müssen wir mal hinkommen, ja. Also, ach so, ist der Olympiasieger gar nicht per se qualifiziert? Nee, natürlich nicht. Oh, weia. Ja, dann könnten Sie ja doch vielleicht vor
Rio was anderes machen müssen. Das kann absolut also gut, dass wir uns heute Abend hier treffen und so viele auf dem Beruf sehen. Das ist eine wichtige Weiche für meine Also jetzt mal, wie viele Headhunter sind hier? Na gut, naja, nee, die haben Eishockey, sehr... Eishockey, der Robert hat viel Glück mit Pinguinen. Ja, er widmet sich Pinguinen. Da weiß ich jetzt mal ernsthaft. Sie üben gerade Schach in Hamburg, habe ich gehört. Damit kann man auch, können ganz wenige nur reich werden. Sie haben eine Familie, zwei Kinder, habe ich gehört, eine Ehefrau. Ja, Gott sei Dank. Ja, das ist wichtig. Aber wie geht es jetzt weiter? Was könnte es sein? Ja, Sie werden zu Vorträgen eingeladen. Ja, genau. Ja, ich bin dann, werde zum wandelnden Redner. Vielleicht ja. Ab 2016. Mhm. Und vorher bin ich ein bisschen Hockey-Trainer. Nein, wie es weitergeht, weiß ich nicht. Also es ist leider so, ich habe immer die Leute schon im Studium beneidet, die immer ganz genau wussten, was sie wollten. Ich war immer derjenige, der ganz genau wusste, was er nicht will. Ja. Das hilft aber nicht so immer. Also dieses Ausschlussprinzip muss man dann ziemlich heftig anwenden, bis noch irgendwas übrig bleibt. Mhm. So wie, was willst du studieren? Ja, das nicht in BWL. Als Beispiel. Wer hat das entschieden? Das jetzt ich. Achso. Also ich durfte, das durfte ich allein entscheiden. Gut. Also ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Weiß ich auch jetzt nicht so wahnsinnig. Also ich deshalb fange ich jetzt wenn nicht. Wenn ihr Reporter weiß es nicht. Ja. Das wird wenn mir jemand helfen will, wie es 2016 weitergeht, ich nehme Vorschläge dankbar entgegen. Ja gut, also morgen titelt die Bildzeitung Weise sucht einen neuen Job. Nein, das tut sie nicht. Hockey bis Rio. Wer muss man sich auch Gedanken über die anderen, nicht um über die anderen machen, die da auf nationaler Ebene ihr Süppchen kochen? Oder sagen Sie, wie Jogi Löw, das stimmte dann zwar nicht, aber vor dem Italienspiel, es interessiert uns nicht, was die anderen machen, wir ziehen unser Spiel durch. Oder gehen Sie auch auf Beobachtungstour und sagen, wir müssen aufpassen, die kommen jetzt hoch, die spielen ein super Spiel, da können wir uns sogar noch was abschneiden? Also wir beobachten sehr genau, wer da so mitspielt, wer ambitioniert ist und wer sich in welche Richtung bewegt. Das ist selbstverständlich, ich glaube, das machen sehr qualifizierte Leute im Stab von Jogi Löw jeden Tag. Die gucken, die sezieren jeden Tag irgendwelche Fußballspiele. Also das ist ganz sicher nicht so, dass da niemand hinguckt und außerdem kann man, ja, man kann natürlich, das ist so ein bisschen pauschal gesagt, natürlich kann man sagen, ja, wir konzentrieren uns nur auf uns, auch im Spiel, aber das Problem ist, da spielt ja noch eine andere Mannschaft mit und die beeinflusst natürlich das ganze Geschehen massiv. Also, ja, man muss schon ein bisschen, man muss gut vorbereiten, man muss in der Lage sein, im Spiel zu reagieren und da könnte, auch wieder naiv und von außen betrachtet, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben sein. Thema. Das hatte ich mir noch notiert. Fehlt Ihnen die Kraft für die zwei Stufen, von denen Sie mal sprechen? Ja, haben die ich kann das nicht beurteilen. Ja, vielleicht. Ja, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne ja keine Gespräche. Ich weiß nicht, wie wird so ein Schwedenspiel analysiert? Was passiert damit? Ja. Ist es schon abgehakt? Wird damit trainiert? Wird mit den Spielern gesprochen? Was passiert konkret mit so einem Spiel? Das ist ein wichtiges Spiel. Also die Mannschaft ist ja offensichtlich nicht in der Lage. Ich bin leider beim 4-1 ins Bett gegangen. Also ich habe das konnte ich nicht. Ich saß im Stadion. Das war so langweilig am Fernseher. Also ich bin fast eingepennt und dann jetzt gehe ich auch schlafen. Hier passiert sowieso nichts mehr. Am nächsten Tag habe ich im Hamburger Abendblatt nur die Titelseite gesehen und bin erschrocken. Es ist was passiert. Ja, was denn? Also da ist einiges passiert, aber die Mannschaft war offensichtlich nicht in der Lage zu reagieren. Von außen gab es keine Impulse etc. Also da kann man wahnsinnig viel rausholen, wenn die Mannschaft oder der Trainerstab das alles rausholt, was da drin ist, dann wird auch Weltmeister und wenn nicht, dann auf keinen Fall. Wer ist denn im Hockey eine der kommenden Nationen? Ich meine, Belgien zum Beispiel. Belgien ist ein gutes Beispiel. Die machen seit jetzt mehreren Jahren Top-Jugendamt. Die machen 18 Europameister. Ja, genau. Also die machen im Prinzip sozusagen eine Mischung aus unserem Programm und Holland. Ja. Holland ist ja ein bisschen kleiner als Holland. Das heißt, die machen sehr zentral gesteuertes Training, viel Stützpunkt und das sieht man. Das sieht man jetzt in der A-Mannschaft, sieht man in den Jugendmannschaften. Die haben jetzt die letzten Jahre durchgehend gute, wettbewerbsfähige Mannschaften produziert. Die sind sehr ambitioniert und mal sehen, wie weit es noch geht. Ich glaube, wir sind
wahnsinnig heiß. Die haben sich nicht umsonst die EM 2013 ins eigene Land geholt. Mhm. Also da passiert gerade einiges. Okay. Und Melbourne wird jetzt eine Standortbestimmung Anfang Dezember? Für uns, ja. Ja, in Melbourne, die Champions Hall, fahren wir mit einer Perspektivmannschaft, wenn man so sagen will. 4 neue und 6, die noch keine 10 Nationalspiele absolviert haben, ja? Ja, kann sein, ja. Kann sein. Das ist noch besser als ich. Ja, es interessiert mich nicht, wie viele Spiele die gemacht haben. Ja. Das sind jetzt die Spieler, die interessant sind und die können sich jetzt auch noch interessanter machen, wenn sie auf dem Niveau gute Spiele abliefern. Da sieht man einfach mehr als Trainerstab, als wenn du die alle in so einen Arbeitslehrgang packst und da Spiele gegen, jetzt spielen sie halt gegen Indien, gegen England, gegen Neuseeland und dann, was weiß ich, gegen wen. Und das sind sehr aussagekräftige Spiele und da kannst du noch so viel trainieren. Danach weiß ich, die 3, die sind es, oder die 4, oder vielleicht sind es auch mehr. Es wäre schön, wenn es mehr wären. Und die gehen dann diesen Selektionsprozess zum nächsten Höhepunkt weiter. Mhm. Als Krefelder muss ich natürlich fragen, sind da auch Krefelder dabei? Natürlich sind immer Krefelder dabei. Ja, das geht mir auch so. Ich treffe Krefelder immer und überall in der Welt. Also an Krefeld kommt man nicht vorbei, weil es auch so geht. Das gibt mir Gelegenheit, Niklas Well zu gratulieren. Der muss jetzt gerade seinen Jetlag ausschlafen, aber der ist Sultan geworden, habe ich gelesen. Hast du gepostet, ne? Was hat er, den Sultan Johor Cup gewonnen mit der U21-Nationalmannschaft in Malaysia? Können wir ruhig mal klatschen hier. Herr Weise, vielen Dank für Ihre Geduld. Sie sagen mir jetzt, wie viele Fragen Sie schon kannten, von denen ich... Na gut. Jetzt kommen ein paar ganz schwierige Fragen. Jetzt ist nämlich das Publikum dran. Möchte jemand den Anfang machen? Kann ich mir nicht vorstellen. Gehen wir aufs Klo jetzt. Natürlich. Ich möchte gerne wissen, was der Unterschied zwischen Leistungsentwicklung und Leistungsentfaltung ist. Oder ob ich das auch mich selber daran anwenden kann. Das können Sie ganz sicher auf sich selbst anwenden. Das sollten Sie auch. Ja, im Grunde genommen, das kennen wir ja alle. Wir haben ja x Beispiele, im Sport ist es vielleicht einfacher zu erklären, aber du hast ja, steckst zum Teil viele Jahre in dein Training, du hast die Leistung drin, du hast es im Training schon gebracht, aber im Wettkampf bringst du es nicht. Also die Leistung, die du entwickelt hast, kommt nicht zur Entfaltung. Aus welchem Grund auch immer, weil du mental nicht stabil bist, weil du abgelenkt bist, weil du nicht fokussieren kannst, weil du im Turnier nicht gut den Rhythmus findest zwischen Anspannung und Entspannung. Es gibt wahnsinnig viele Gründe. Wichtig ist, das kennenzulernen, was hält dich davon ab, die Leistung, die du entwickelt hast, auch zu bringen. Wenn du es nicht weißt, musst du dich halt auf die Suche machen, musst dir helfen lassen, musst dich vielleicht coachen lassen. Und genau das Gleiche gibt es sicherlich auch auf den Business-Spielfeldern. Natürlich nicht 1:1 übertragbar, aber auch da, ich bin mir ganz sicher, gibt es viele Dinge, die sind schon da, aber die kommen nicht zur Entfaltung, die werden nicht wirksam. Und auch bei uns geht es darum, Wettbewerbsvorteile zu entwickeln. Ich frage auch manchmal meine Jugend, was sind eigentlich womit wollen wir eigentlich gewinnen? Du kannst nicht über so ein Turnier angeschissen kommen, auf Trainerdeutsch gesagt. Und da kommen halt noch andere gute Mannschaften und dann denken, jetzt spielen wir einfach mal und vielleicht werden wir Erster. Wenn du Erster werden willst, geht es nur über ganz konkrete Stärken. Du musst in 2, 3, vielleicht 4 Bereichen besser sein, etwas besser sein als die anderen. Sonst klappt es nicht. Nachfrage? Ich würde jetzt wissen, wie es geht, aber das kriegen wir heute Abend wahrscheinlich nicht hier. Das ist für mich aber verstanden. Ja, erstmal muss man, wenn man das ganze Coaching-Thema mal, ich sag mal, was ich mache, wenn ich es eindampfe auf einen zentralen Aspekt, dann geht es eigentlich darum, ich lenke die Aufmerksamkeit meiner Spieler auf bestimmte Handlungsziele oder bestimmte Dinge und überlasse dann dem Spieler die Entscheidung, was macht er damit. Beispiel: Du hast Techniktraining, willst deinen Torschuss verbessern. Die Frage ist, will der Spieler seinen Torschuss überhaupt verbessern? Der Trainer will gerne den Torschuss verbessern. Ja, das will der Trainer, aber der Spieler, ich weiß gar nicht, ob der Spieler das will. Die Spieler haben immer tierisch Spaß, Torschussübungen, alle haben Spaß, bis auf den Torwart und den Trainer. Ja, das sind die zwei, die dastehen, die keinen Spaß haben. Wenn du jetzt mal guckst und zeichnest das Trefferbild, dann hauen die dir überall die Bälle an der Hütte vorbei, also ein miserables Trefferbild. Ja. Also du trainierst jetzt in hohem Umfang, am Tor vorbeizuschießen. Bescheuert, oder? Und das machen die besten Spieler Deutschlands. Und zwar sportartübergreifend. Nicht Hockey, sondern in anderen Sportarten ist genau das Gleiche. Das macht der Tiere Sport. Die haben alle Spaß. Und warum?
nicht zielorientiert, kein Qualitätsbewusstsein etc. So, jetzt fange ich an, jetzt muss ich gucken, wenn ich jetzt coache, stehe ich halt da, muss ich entscheiden, habe ich hier nur einen dicken Hals oder interveniere ich und frage meine Spieler mal, was machen wir eigentlich da? Ist das Spielen nahe als Training? Ist die Art und Weise, wie wir da gerade trainieren, bringt uns das gegen Australien ein Tor? Fragezeichen. Und dann steht der Spieler da, dann bin ich vielleicht kurz, habe ich kurz die Aufmerksamkeit, die kostbare Aufmerksamkeit dieses Spielers auf einen Punkt gelenkt und dann muss der Spieler entscheiden. Trainiert er ab sofort mit einem höheren Qualitätsanspruch oder lässt es weiterlaufen? Muss der Spieler. Ich treffe keine Entscheidung für meinen Spieler. Welche Rolle spielt die mentale Stärke in dem Zusammenhang? Ja, auf Top-Niveau wahrscheinlich 50%. Das klingt jetzt viel, aber also gesetzt den Fall, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Also bei uns musst du fit sein. Ja, wer nicht mitlaufen kann, kann auch nicht mitspielen. So, da kannst du. Einer unserer Wettbewerbsvorteile ist Taktik-IQ. Wir nehmen immer für uns in Anspruch, wir sind taktisch klüger als die anderen. Das kann sich nur auswirken, wenn du mitlaufen kannst, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast. So, also, ja? Ja, nee, überhaupt nicht. Deshalb sind sie doch hier. Die mentale Stärke macht 50% aus. Wie viel Einfluss haben Sie darauf? Bei jedem einzelnen Spieler. Gerade beim Hockey arbeiten so viele eigenverantwortlich, kriegen ihre Trainingspläne mit nach Hause. Das macht dich noch nicht mental stärker. Kriege ich die überhaupt erreicht? Wo spielt sich das ab? In der Kabine vorher oder fängt das mit vorher, also wenn wir jetzt mal also bei unserer Spielvorbereitung, die geht immer am Tag vorher schon los, meistens abends. Warum abends? Weil dieses Thema mentale Stabilität da schon eine Rolle spielt. Also wir reden vor dem Halbfinale, reden wir zum Beispiel über Mut oder ich rede über Mut. Warum? Weil wenn du im Halbfinale gegen Australien spielst, die Nummer 1 der Welt, wir die Nummer 2, dann kannst du, wenn du es gewinnen willst, wenn du nicht einfach sagst, ja, jetzt sind wir im Halbfinale, ist ja toll, sondern wenn du es gewinnen willst, musst du mutig sein. Ich habe immer gedacht, Mut ist ein Gefühl, aber ich habe jetzt gelernt, Mut ist eine Erkenntnis, also ein Schweizer Psychologe mal gesagt, und das finde ich ganz gut. Und dann kannst du Erkenntnis von was, der eigenen Stärken? Ja, Erkenntnis, was du in einer bestimmten Situation, wenn du lange und sorgfältig nachgedacht hast, was in einer bestimmten Situation notwendig ist und was nicht und was richtig ist und was falsch ist. Das ist eigentlich Mut und dann machst du es, weil du hast darüber nachgedacht und dann machst du es einfach. Und wenn du weißt, da steht jetzt Australien, dann kannst du das überführen. Also so ein allgemeines Thema, ich sage jetzt mal, mentaler Aspekt des Gesamten kannst du überführen in die Videoanalyse und verbinden mit ganz konkreten Spielhandlung. So. Und das eine Tor, was wir da gesehen haben im Finale, Rabente, erstes Tor. Rabente ist ein Spieler, der ist quasi als letzter nominiert worden. Der hat in dem ganzen Turnier nicht eine so eine Situation produziert, nicht eine, ja, aber er ist mit dem Thema mal behelligt worden und hat dann im Finale einfach gesagt, so, ich mach das jetzt mal. Ja, ich halte jetzt nicht den Ball brav und habe die Mentalität, jetzt bloß alles richtig, bloß kein Fehler. Ja, mit bloß keinen Fehler machen, ist nicht die Mentalität, um Spiele zu gewinnen. Ja, alles richtig machen zu wollen, ist die falsche Mentalität. Du musst den Mut haben, was falsch zu machen. Und die anderen müssen den Mut haben, diese Fehler auszubügeln. Und dann, Weiter. Es ist einfach, da fängst du an. Das sind mentale Prozesse. Und dann steht der Rabente da in der Außenlinie und das ist irgendwann mal da eingesickert. Ich mache es abends, dann gehen die ins Bett und dann arbeitet es da noch. Ja, wenn ich es morgens machen würde, dann ist noch bla bla und Playstation und Fernsehen gucken und bis der Abend rum ist, alles schon wieder durch. Also bleibt nicht haften. Aber wenn man es abends macht, dann bleibt so ein bisschen was drin, so in den Kopf. Es ist viel Kopfarbeit. Und das sieht man auch bei starken Tennisspielern, bei starken Golfspielern. Die sind mental stabil, die sind nicht technisch besser als andere, die sind mental besser. Im Kopf wird es entschieden, auf Top-Niveau. Wir reden jetzt von Top-Niveau. Wenn die Leistung, die verlangt ist, nicht top ist, dann brauchst du auch keinen Kopf. Dann gewinnt, das kennen wir auch, die Spieler, diese Talentdefinition, sind talentierte Spieler als Kind. Ja, die spielen immer, die sind immer erfolgreich. Und wenn die nicht lernen oder wenn die nicht gefördert werden, dann werden es diese schlampigen Patienten,
die du am Ende vielleicht gar nicht brauchen kannst, obwohl sie was mitbringen, was unglaublich wichtig ist. Diese individuellen Aspekte, die brauchst du im Teamsport. Aber wenn die nicht mental stabil sind und wenn die nicht auch fleißig sind, fallen sie hinten runter. Dann werden sie von Fleißigen überholt. Auch das ist ein mentaler Aspekt. Mal dieses Talent zu hinterfragen, ja, oder anders, das Talent zu hinterfragen und in Beziehung zu setzen zu dem Potenzial, das dieser begnadete Mensch so mitbringt. Lässt man den einfach, winkt man den einfach immer durch, bist eh der beste Toni Kroos. Er wird ein Hype gemacht um Toni Kroos. Wenn ich sehe, wie Toni Kroos gegen Nürnberg den Ball abliefert und keine 5 Meter seinen Arsch bewegt, um den Ball zurückzuerobern. Und da kommt dieser komische Weitschuss raus, dann wird auf Neuer rumgehakt, weil der den Ball nicht gehalten hat. Ich hätte als Trainer 20 Minuten auf Kroos rumgehakt. Weil Kroos ein Spieler ist, der unfassbar talentiert ist und der jetzt auf dem direkten Weg ist, ein Ansatzspieler zu werden. Nämlich, oder ein halber Spieler. Nur in eine Richtung. Ich habe den Ball, verteile den gepflegt, schieße auch ab und zu Tor, aber bitte keine Abwehrarbeit. Wenn meine Spieler, die sind auch Weltklasse-Spieler, wenn Fürst oder Hauke keine Abwehrarbeit machen, dann kriegen die am Wieder den Arsch aufgerissen, auf Deutsch gesagt. Und da darf man sich nicht zu schade dafür sein, weil dann redest du über Potenzial, dann redest du über begnadete Spieler, die du weiterentwickeln kannst und die dann, wenn es darauf ankommt, auch Abwehrarbeit machen. Und das ist wahnsinnig, wie toll das ist, wenn Spieler ihre Abwehrarbeit machen. Das ist dann ganz spannende und schicke Dinge. Das ist dann der Augenblick, wo ein Trainer Mut haben muss, wenn er solch einen Star zu Hause lässt oder auf der Bank. Ja, das geht nicht. Ja, manchmal muss man auch disziplinieren, aber es geht letzten Endes, wir landen wieder beim Punkt Aufmerksamkeit. Du musst die Spieler überzeugen. Das ist vielleicht in dieser Fußballwelt, oder es ist ganz sicher sehr viel schwieriger, weil die ja von diesen ganzen Lobhudlern und Schulterklopfern umzingelt sind, die Spieler, und von ihren Beratern, und die kriegen ja die ganze Zeit gesagt, wie toll sie sind. Das ist ja im Hockey nicht so. Ja, da kriegst du nichts gesagt. Da kennt dich kein Schwein und du kannst ruhig hintrainieren. Das ist toll auf unserer einsamen Insel. Ja, du kannst wirklich noch Leistung entwickeln. Das kannst du im Handball nicht. Das kannst du im Fußball schwer. Im Handball kriegst du da weder Brand noch Martin Heure. Kriegen die Spieler 30 Tage. Die kriegen sie nicht mal 20 Tage. Was willst du da groß entwickeln? Du kriegst halbtote Spieler, die aus der Liga rausfallen und dann müssen sie mal schnell bei der Europameisterschaft was gewinnen oder um dann bei Olympia dabei zu sein. So funktioniert es nicht. Ja, Robert, da müsstest du jetzt mal was fragen, ne? Das ist doch ein Dirk, bitte. Eine Frage zu dem Turnierverlauf, was da in London passiert ist, weil das war ja so, ich meine, man konnte es im Stadion sehen, aber auch wenn man Spiele im Fernsehen gesehen hat, ja. Die Gruppenphase war ja mäßig, sagen wir mal vorsichtig. Ja? Und zum Beispiel bei dem Online-Spiel waren ja ein paar Leute im Stadion und so, und das war so, dass man zum ersten Mal eigentlich das Gefühl hatte, Holland hat einen höheren Taktik-IQ, ne? Um mal was zu verwenden. Also die waren richtig toll, ja. Und ihr wart mäßig. Und dann, also ich weiß nicht, wie wir zum Stadion gegangen haben, gedacht, oh, das war's für heute, vor dem Halbfinale. Ja, und dann war das eine vollkommen andere Mannschaft. Und die Frage ist, was ist denn da passiert? Da ist einiges passiert. Da steht in der Wikipedia-Beschreibung von Weise, kann laut werden. Ja, kann auch laut werden, aber das ist nicht passiert. Die Gruppenphase war so, wir haben die ersten drei Spiele gewonnen. Wir haben also Erfolg gehabt und wir waren voll auf Kurs. Ich habe die ersten drei Spiele sehr kritisch besprochen im Video und habe die Belastbarkeit meiner Mannschaft in diesem Sinne überschätzt. Also ich war der Meinung, gut, die Mannschaft hat ja ein ambitioniertes Ziel und man kann diese erfolgreichen Spiele auch sehr kritisch besprechen. Das hat mir die Mannschaft sehr übel genommen. Alle wollten eigentlich erstmal nur gelobt werden. Ich verkürze mal. Ja. Und speziell das dritte Spiel gegen Indien haben wir 5-2 gewonnen. Da war noch irgendwas anderes, hatte ich einen Atomhals, bin mit Atomhals in die Videobesprechung, habe eine richtig schlechte Videobesprechung gemacht, haben die Spieler sehr übel genommen. Hat auch wirklich zu Widerstand geführt. Und Wie hast du das gemerkt? Das merkst du schon im Raum. Also wenn du so ein bisschen, da sind Frauen ja besser als Männer, aber im Grunde genommen, wenn du eine Gruppe vor dir hast und willst die Gruppe auf irgendwas einschwören, willst du Personal zerziehen. Also du willst eigentlich einen Gleichklang erzielen und das merkst du buchstäblich im Raum, wie die Atmosphäre sich ändert, zum Positiven oder zum Negativen. Das merkt man, das kann man spüren. Und das spürt man ganz deutlich, wenn die Mannschaft nicht will oder gerade denkt, warum hackt ihr jetzt auf uns rum?
das merkst du ganz toll, da müssen die nicht mal irgendwie atmen oder stöhnen oder irgendwas anderes machen, das merkst du. Also die ganze Gruppe strahlt was ab und dann denkst du, oh, läuft gerade nicht so gut. Ja, ja, dann haben wir das Spiel gegen Holland gehabt und ich glaube, dieser Widerstand oder dieses Schwelen und diese Unzufriedenheit hat dazu geführt, dass wir, das war ein Baustein dafür, dass wir da nicht gut waren in dem Spiel. Und Holland, darf man nicht vergessen, haben ein überragendes Turnier gespielt, 1-3. Danach ist Folgendes passiert, wir waren dann in der Mensa, abends ein bisschen frustriert alle und ich wusste auch, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Aber dann kam Max Müller, der Captain, zu mir und hat gesagt, Markus, mach irgendwas. Ja, mach irgendwas. Ich laufe dir hinterher und ich sorge auch dafür, dass die Mannschaft hinter dir herläuft. Ja, also das war so für mich so mal der letzte Impuls, der wäre gar nicht nötig gewesen, aber das war, ja, schon gut, dass das gekommen ist. Dann haben wir dieses Holland-Spiel am Video gesprochen, da habe ich eigentlich mal erklärt, was davor passiert ist und dass mein Job nicht ist, schlechte Videobesprechungen zu machen, die Spieler zu beschimpfen, also dass wir eigentlich einen anderen Job hier haben. Also ich habe so ein bisschen auf Deutsch gesagt, die Hosen runtergelassen und habe mich geoutet und habe auch meine Fehler. Und das war sehr heilsam für die gesamte Gruppe, hatte auch wieder total diese mentalen Aspekte. Und dann hatten wir das Spiel gegen Neuseeland vor dem Halbfinale und nach 20 Minuten ist Müller ausgeschieden mit Verdacht auf Fingerbruch. Wir waren also einer weniger, lagen irgendwann mal 2-5 hinten, waren aber zu dem Zeitpunkt schon qualifiziert fürs Halbfinale. Ja, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann sagst du jetzt, okay, scheiß drauf, sind sowieso im Halbfinale, lass einfach laufen das Spiel. Aber die Mannschaft wollte nicht. Die Mannschaft wollte Ergebnis und ich auch. Und wir haben dann noch 5-5 gespielt, obwohl es für die Tabelle völlig irrelevant war. Aber für unser Innenleben war es extrem bedeutsam. Und es war ganz wichtig, dass wir dieses Ergebnis geholt haben. Das war sozusagen der Turnaround, auf Business-Deutsch gesagt. Das gehört alles so in diesen Konto. Und das ist wahnsinnig, also das ist alles Kopf. Ja, das ist nicht so, dass wir, da redest du davon, dass die Spieler dann den Zugang zu ihrer Leistung finden. Dass sich die Leistung, die sie drin haben, die in den Gruppenspielen nicht gekommen ist, die gegen Holland nicht gekommen ist, oder nur bedingt gekommen, die ist nicht gar nicht gekommen, aber die ist nicht so gekommen, wie es sein muss. In den finalen Spielen hat die Mannschaft, würde ich sagen, 98% gebracht. Da würde ich jetzt mal, wenn ich alles angucke, 2% Kritik üben können. Und das ist das, was du brauchst und haben musst, um Halbfinals und Finals zu gewinnen. Wieder von vorne gefeiert. Meine Frage ist, wo lässt der Trainer seine Freude? Was macht der Trainer? Der ist ja alleine oder wo lässt er das? Wie lebt er das aus und wie kommt er wieder runter? Also bei mir geht schon direkt nach dem Schlusspfiff los. Also wenn du in so einem Turnier, da bist du nicht mehr in der richtigen Welt. Das ist wie so eine Blase. Da kriege ich auch relativ wenig mit. Und mit dem Schlusspfiff endet dieses Turnier und das ist wie wenn einer in diesen Ballon reinsticht und dann dauert es so ein paar Stunden, dann geht es also wirklich voll in den Keller. Also ich bin so am Anfang noch ein bisschen dabei, trinke meine ein paar Bierchen, aber ich bin eher so der Typ, der sich ja still in sich reinfreut. Also ich muss nicht irgendwie was abbauen oder keine Ahnung. Also es gibt keinen Urschrei in der Hausbar. Nein. Oder fällt man umgekehrt sogar, wie Sie sagen? Also man fällt schon in so ein Ja, weiß nicht, ob es so tief ist, aber man fällt schon in so ein Nichts. Also es ist ja mit einem Schlag ist die Umgebung ja völlig anders. Es ist also gut, wenn du nach Hause kommst und hast zwei kleine Kinder, bist ja innerhalb von 10 Sekunden ins richtige Leben zurückgeholt. Und du hast also gar kein Problem, wieder Bodenhaftung zu kriegen. Aber ich bin eh nicht so der Typ für irgendwelche Ausflüge in irgendwelchen Wolken. Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, nach Olympia ist vor Olympia und sagen, wie geht das jetzt in Rio weiter? Jetzt ist das ist in 4 Jahren, also das ist eine wirklich lange Zeit und da passiert noch einiges. Also Rio, das hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Tilo? Du hast vorhin von der Zielfahrer 2008 gesprochen, mit 2 Medaillen. Oh ja. Und das ist ja nur eine daraus geworden. Hat das denn jetzt Konsequenzen? Ja, das könnte theoretisch Konsequenzen haben. Also ich meine, das ist natürlich auch relativ fragwürdig, solche Zielvereinbarungen, aber es ist völlig okay. Ich war da dabei bei diesem, das Ende 2008 war das in Frankfurt beim DOSB. Da werden halt diese Ziele vereinbart, damit man für die nächsten 4 Jahre dem BMI gegenüber, dem Bundesministerium für Inneres, einen theoretisch anspruchsvollen Medaillenspiegel vorweisen kann. So, ja.
Also dann unterschreibt ja auch Volleyball für 2 Medaillen. Das ist interessant, finde ich spannend. Wir waren seit, keine Ahnung, waren das erste Mal wieder dabei und unterschreiben aber fleißig für eine Medaille. Also das ganze Ding ist fragwürdig, aber bei uns ist es ein bisschen anders. Wir sind ja seit jetzt ein paar Jahren ganz oben in der Welt mit dabei. Wir können sowas unterschreiben. Ich unterschreibe euch, sag mal, hier mit dem Zettel unterschreibe ich. Aber für meine praktische Arbeit hat diese Zielvereinbarung fast keine Bedeutung, weil wir auf einer anderen Zielebene arbeiten. Das ist so ein Erfolgsziel, das haben andere auch und du kannst es nicht beeinflussen. Da sind auch Schiris, Verletzungen etc. Also dieses Ziel kann dir relativ schnell um die Ohren fliegen. In der praktischen Arbeit beschäftigen wir uns nur mit Zielen, die wir fast zu 100% selbst beeinflussen können. Und wenn wir das schaffen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Erfolgsziel erreichen. Das ist eigentlich so der generelle Ansatz. Das könnte finanzielle Konsequenzen haben, wenn der DOSB jetzt sagt, okay, die Frauen haben das Ziel verfehlt, dadurch wird die Hockey-Frauen in eine andere Förderstufe eingetütet. Das werden die, glaube ich, nicht machen. Unter anderem deshalb nicht, weil der ganze Zyklus angeguckt wird und nicht nur das letzte Turnier. Und wenn da einigermaßen die Platzierungen da sind, die haben ja auch, wen hast du denn im deutschen Sport, den du überhaupt in Förderstufe 1 reintun kannst? Also wenn du jetzt auch noch Hockey rausnimmst, Basketballfrauen existiert nicht, Volleyballfrauen haben nicht die Platzierungen, also es gibt nicht so wahnsinnig viele Mannschaftssportarten, die du überhaupt in die Förderstufe 1 machen kannst. Also wenn du dann auch noch Hockey rauszunehmen, ich glaube nicht, dass die rausgestrichen werden. Wie war das denn? Die Hockey-Mannschaften waren die einzigen, die mit beiden Geschlechtern in London überhaupt vertreten waren. Da waren noch Volleyballer, war eine Mannschaft. Ja, die Volleyballmänner, ja. Und das war es dann. Ne? Kein Handball, ja, kein Basketball. Ja, voll Katastrophe für den deutschen Sport, tut mir leid. Also ja. Ich finde es voll. Also, dass seit, ich glaube, 1988 keine Fußballmannschaft, obwohl wir Fußballland sind. Gut, den DFB interessieren die Olympischen Spiele nicht, aber ich glaube, es wäre so als Talententwicklungsprogramm einfach spannend, wenn du eine U23 da hinschickst, dann spielen die mal gegen Südamerika, spielen mal gegen Asien. Ist auch für die Spieler ein geiles Erlebnis. Meine naive Meinung. Handball muss, meiner Meinung nach, also die deutsche Handballliga ist auch davon abhängig, dass eine deutsche Nationalmannschaft bei Olympia auftritt und da einen guten Auftritt hinlegt, aber sie schaffen die Voraussetzungen dafür nicht. Und Basketball, okay, jetzt haben wir einmal mit Nowitzki ist da rumgerannt wie so ein kleines Kind, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie der in Peking rumgerannt ist. Also wenn du, Mensa, da gehen ja alle hin, ja, und wenn der Federer und Nadal, die sitzen dann da und essen und wenn die fertig sind mit Essen, dann sind 30 Mann gleichzeitig zufällig mit Essen fertig und stehen dann bei Federer und wollen ein Foto machen. Das haben die Tennisspieler bis 2 Tage mitgemacht und dann war Schluss. Ja, oder Phelps, wenn der durch die Mensa geht, der hätte so eine Kapuze im Kopf. Weil dann schleicht er so wie so ein Gespenst durch die Mensa, weil die so angegangen werden von den anderen Sportlern. Ja. Aber Nowitzki, dem war alles scheißegal. Der hat alles mit. Der war wie so ein kleines Kind. 3 Wochen war der da, der hat alles mitgemacht. Na, an den kommt ja keiner ran, so Profi. Wenn er sitzt, geht's. Und beim Phelps haben die Medaillen wahrscheinlich immer geklingelt. Ne? Die hat er da nicht angehört. Ach so. Ich habe noch eine Frage aus. So, die Arbeit mit den A-Kader-Leuten, die wird ja immer aufwendiger, immer professioneller, finde ich. Ja. Also, wenn ich es über die letzten Jahre gesehen habe, damals bei Pauli haben wir alle gesagt, boah, das ist aber jetzt ganz schön viel, was er macht. 20 dann, Jahre her, ne? Ja, dann kam der Bernhard, der hat da nochmal wieder mehr gemacht. Ja. Was die Jungs jetzt inzwischen in den letzten 4 Jahren gemacht haben, fand ich mit Frühtraining und so weiter nochmal mehr, die studieren alle. Andererseits, weiß nicht, Schwimmer, Ruderer, alles keine Profis, trainieren 8 Stunden oder so. Also geht das weiter nach oben noch? Oder ist irgendwo so durch Studium oder durch Belastbarkeit, oder gibt es so einen Punkt, wo du sagst, nee, so viel können wir nicht machen, dann geht die Leistung runter? Also es ist ja erstmal so, erstmal musst du ja wissen, was willst du eigentlich erreichen. So, also es ist ein bestimmter Druck, wenn du Weltniveau spielen willst, musst du bestimmte Sachen einfach machen. Darunter geht es nicht. Aber ich glaube, du hast ja eigentlich 2 Stellschrauben im Training. Einmal Umfang und einmal Qualität, haben wir vorhin mal kurz angesprochen. Ich glaube, dass am Umfang nicht mehr wahnsinnig gedreht werden kann, aber an der Qualitätsschraube sehr wohl. Deshalb unser Ansatz ist ja unter anderem, dass wir dieses Frühtraining, was du sagst, das heißt bei uns dezentrales Stützpunkttraining, dass wir kleinere Trainingsgruppen haben mit Top-Trainern im Athletikbereich, dass sie einfach mal mit 4 Mann Sprinttraining machen und nicht als Mannschaft. Oder dass sie mit 5 Mann Krafttraining machen. Das ist so der Versuch, die Qualität in diesem Training drastisch zu steigern. Ich kann auch ein Krafttraining machen, kann auch Sprinttraining machen, aber meine Trainingsqualität ist einfach
rattenschlecht im Vergleich zu dem Spezialisten, den ich mir dafür suche. Du kannst an harten Daten eigentlich zeigen, in den Jahren, die werden schneller, die werden beweglicher, die werden stabiler, die werden ausdauernder und so weiter. Du kannst also alles nachmessen. Das ist so ein Prozess im olympischen Zyklus, ist die Kurve klar schwankend, aber letzten Endes, wenn du so eine Gerade durchlegst, so wie du es haben willst. Und das geht nicht nur über Umfang. Also die Umfangsschraube im Hockey ist nicht mehr viel, da ist nicht mehr viel anzuziehen. Wo suchen Sie denn Ihre Vorbilder für Qualität? Gibt es andere Sportarten, von denen man was lernen kann? Ja. Eine Zeit lang hieß es ja, die Fußballer sollten mal beim Hockey gucken, beim Klinsmann. Man kann überall gucken, das ist ja, da muss man nicht so borniert sein. Und immer, wir sind nicht die allerschönsten und besten. Und ich glaube, dass der Austausch generell viel zu wenig stattfindet im deutschen Spitzensport, dass da jeder von jedem irgendwas lernen kann. Man muss nur aufmerksam sein und irgendwo hingucken. Also ich glaube, ich kann irgendwas von, ich weiß gar nicht, was es ist, aber es geht um vielleicht 2-3 Ideen und dann ist dann dein Job ist dann, diese Dinge in dein Training zu integrieren oder die Ideen irgendwie für dich zu nutzen. Ich glaube, dass da ein großes verschossenes Potenzial ist, das nicht genutzt wird. Können Sie ein Beispiel nennen, wo Sie ja, ich abgucken konnten? Ich guck im Basketball, ich gucke auch im Fußball. Du kannst auch als Hockeyspieler vom Fußball was lernen, obwohl man es vielleicht nicht glauben kann. Aber du kannst zum Beispiel beim Thema ballorientiertes Pressing, kannst du ganz klar vom Fußball was lernen. Im Hockey ist es etwas schwieriger, weil der Fußballer den Vorteil hat, es gibt Abseits und du kannst viel dreister gegen den Ball schieben. Im Hockey ist es gefährlicher, aber die Grundprinzipien sind nicht unterschiedlich. Also das musst du jetzt wieder anpassen in deiner Spielumgebung und da kannst du viel lernen, da musst du hingucken. Sie haben gesagt, Sie spielen Schach. Gibt das auch eine Möglichkeit? Kann man auch von einem Schachspieler lernen? Da kann man relativ viel lernen, ja. Ich benutze auch Dinge, das wissen die Spieler gar nicht. Ich sage denen nicht, jetzt lernen wir mal wieder was über Schach. Ja, sondern das fließt einfach, das fließt so ein bisschen ein. Du kannst im Spielsport wird immer von Taktik geredet und so gut wie nie über Strategie. Das ist im Schach. Du kannst nicht ohne strategischen Plan, also kannst du machen, kannst auch Schach spielen, aber meistens gibt es dann auf die Ohren. Also deshalb, wir benutzen auch, wir haben zwar den Begriff Taktik-IQ, aber gerade die beiden Innenverteidiger sollten Spieler sein, die auch einen strategischen Spielaufbau spielen können. Also du hast beim Thema Spielaufbau ganz klar strategische Aspekte. Wenn du nicht weißt, was du mit eigenem Ballbesitz eigentlich anfangen willst, ist die Taktik, die du da anwendest, ein bisschen blind. Sagen wir es mal so. Bitte schön. Ich komme aus dem Fußballgeschäft. Oh, war ja, da haben Sie heute aber ganz schön. Erste Reihe, sehr gut. Sehr gut. Naja, Quatsch. Nee, das ist ja, nur für mich ist ein interessanter Aspekt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe Ihre Entwicklung auch ein bisschen verfolgt und muss Ihnen ein absolutes Kompliment machen für Ihre Leistung. Nur ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, Sie leben in Ihrem Sport immer noch in einer heilen Welt. Absolut. Sie haben mit Sportlern zu tun, mit denen man vernünftige Dialoge führen kann, die aus vernünftigen Eltern machen. Absolut, ja. Die haben auch keinen Berater, die den Schiedsrichter nicht verprügeln. Ja, gut, beim CRTC sind ja auch, ich kenne ja auch die Umstände beim CRTC, da sind ja auch Jungs, mit denen man, wenn sie heute im Fußballgeschäft tätig sind und ich bin noch mit einer Firma im Beratungsbereich tätig, dann haben sie mit Spielern zu tun, die sind 14 Jahre alt, talentierte Jungs, die haben heute Berater und werden von ihren Eltern total verrückt gemacht. Da müssen Eltern bestochen werden, um an Beraterverträge zu kommen, obwohl man es mit den Jungs gut meint. Dann muss man auch mal die gesamte Entwicklung sehen. Wenn man heute sieht, ein Durchschnitts-Bundesliga-Fußballprofi verdient ca. 500.000 bis 600.000 Euro im Jahr. Karriere ist relativ kurz. Haben das alle gehört? Davon geht die Hälfte an Steuern weg und so weiter und so fort. Wenn Sie sich aber auch auf diese Profikarriere konzentrieren, dann müssen Sie sich voll und ganz auf diese Profikarriere konzentrieren und können im Prinzip so gut wie gar nichts mehr nebenbei machen. Der Charakter der Spieler heute ist vollkommen anders als der zum Beispiel vor 20 Jahren. Die Problematik ist ganz einfach, die Jungs sind in dem frühen Alter schon so verwöhnt und so verhätschelt und vertätschelt, da können sie als Trainer auch in vielen Situationen, wo es wirklich um Titel geht, relativ wenig machen. Die Spieler der beiden verdienen in der Nationalmannschaft 250.000 Euro die Woche. Und wenn sie denen dann vor dem Italien-Spiel kommen und reden über Nationalstolz, sie lachen sie noch aus. Der Schürrle stand beim 2-0, als Deutschland zurücklag gegen Italien,
stand er auf der Tribüne, er sollte eingewechselt werden, er stand an der Kabinentür bzw. an der Seitlinie und hat erstmal mit seiner Freundin gewohnt. Es ist undenkbar. Jogi Löw zum Beispiel hat keine Zeit und keine Möglichkeit, Testspiele durchzuführen. Die führen 4-0 gegen Schweden. Jeder, der mal Mannschaftssport gemacht hat, weiß, wenn man sich da hängen lässt, dann kann auch mal passieren, dass man 4-4 spielt. Auch in einem Qualifikationsspiel. Aber ganz einfach, die Charaktere fehlen in dieser Mannschaft, in der deutschen Nationalmannschaft oder generell. Und wenn man die Weiterentwicklung sieht, 10% der Leute, die heute im Profifußball ihr Geld verdienen, können nach ihrer Karriere mit dem Geld, was sie verdient haben, leben. Der Rest ist zum Teil mittellos, sucht Jobs und so weiter und so fort. Es gibt auch in Krefeld genug Beispiele von Spielern, die früher für die damaligen Verhältnisse viel Geld verdient haben, die haben heute nichts mehr. Ja, und darum ihre Ausbildung oder die Ausbildung ihrer Jungs, sei es im CATC oder in der Nationalmannschaft, Ärzte in der Wirtschaft und so weiter und so fort. Das ist ein akademischer Sport. Das Leben dauert 75 bis 80 Jahre. Da frage ich mich dann immer, deshalb auch immer die hohen Gehälter im Fußball. Fußball ist Showbusiness, nichts anderes. Und ihren Jungs wird es genauso gehen, wenn die umhätschelt werden und die Fernsehpräsenz wäre so da und so weiter und so fort. Das ist der Lauf der Dinge. Die Entwicklung im Hockey, auch die langfristige für den Sportler an sich, halte ich in ihrem Sport für weitaus gesünder als im Fußball. Also Sie sagen vom Fazit her, in vielerlei Hinsicht sind die beiden Sportarten in Deutschland zumindest auf diesem Top-Niveau schlecht zu vergleichen. Absolut. Ja, das sind zwei Welten. Zwei Welten. Ganz ehrlich. Ja. Das eine ist Sport und das andere ist Showbusiness. Na ja, gut. Aber die Leute wollen sehen. Also eigentlich bei uns ist ja Marketing noch für Sport da und da ist es andersrum. Sport für Marketing da. Bitteschön. Ich habe eine Frage, weil Sie haben gesagt, Hockey ist ein Akademikersport. Das ist wahrscheinlich 80% richtig. Aber. Ja, aber das heißt aber auch, die Akademikerkarrieren, also die Studentenkarrieren, werden ja immer kürzer. Ja. Wir sind ja ganz froh, dass wir jetzt einen Bachelor haben. Schlecht kann man für Gap Year machen. Ja, das ist meine Frage. Was bedeutet das eigentlich für den Hockeysport? Ja, ganz schlecht für uns. Also für uns ist G8 verschulte Studiengänge Vollkatastrophe. Also verkürzte, verschulte Studiengänge, absolute Vollkatastrophe. G8 Vollkatastrophe. Wisst ihr, mit 9, theoretisch mit 17 kannst du dein Abi machen, mit 19 hast du schon deinen Bachelor, mit 21 dein Master, jetzt bist du fertig. Super. Und sie kommen auch nicht mehr so gut an die Schüler ran, wenn die Ganztagsschulbetrieb haben. Ja, ich muss, das ist, der Druck wird zunehmend größer, also du rennst ja auch, und es ist ja kein System in Deutschland. Deutschland ist ja so ein Land der Insellösung. Ja, du musst ja, es gibt Papier ohne Ende, diese Kooperationsvereinbarung, die da mit den Universitäten geschlossen wird, die sind ja ein Witz. Also du müsstest ganz auf Deutschland, musst du eine Kooperationsvereinbarung mit den einzelnen Professor schließen, weil der Professor ist die Macht. So. Und was die Uni für Papier unterschrieben hat, interessiert den Professor null, wenn es darum geht, wird der Spieler jetzt da raus aus seinem Praktikum, der macht, muss sein Medizinpraktikum da machen, darf der da raus, ja oder nein? Das entscheidet nicht die Uni. Die hat nur das Papier unterschrieben. Das entscheidet der Prof. Also, und dann musst du gucken, ja oder nein. Also ich rede mit Professoren, darf der Linus Bart hier mitmachen, darf der eine, Linus Bart ist ein gutes Beispiel, da habe ich mit der, so einer Physiologie-Professorin ausgehandelt, wann der wo seine Klausur schreibt. Oder in Hamburg, ich habe 2009 den Fuchs, der hat Abi gemacht und dann war ich an der Schule und habe gesagt, ich würde den gerne nach Melbourne mitnehmen zur Champions Trophy. Kann er denn mit? Ja, mit dem Lehrer ging das. Dann irgendwann hatte ich drei Umschläge. Dann hat er in Melbourne beim Arzt im Zimmer zum Zeitpunkt X einmal Englisch, einmal das und einmal seine Klausur geschrieben. Also das geht, aber es ist eine Insellösung. In der nächsten Schule kriegst du einen Vogel gezeigt und wirst verprügelt, wenn du nur fragst. Also das ist für uns ganz schlecht. Das wird sich auch definitiv negativ auswirken. Was hältst du lieber, wie müsste es sein? Ich will ganz ehrlich, ich habe immer bis heute nicht verstanden, warum du als Kind um 17.30 Uhr aus der Schule kommen musst, was da so wichtig ist und warum du unflexible Studiengänge, also das Gleiche nochmal in der Uni machst, was du in der Schule schon gelernt hast, nämlich nur, so ist der Stundenplan, den du nicht gemacht hast, dann wird irgendwas abgearbeitet und das war's. Und das ist jetzt in der Uni genau das Gleiche. Also ich finde dieses System, du musst dich mal selber um dein Studium kümmern. Du musst mal gucken, welche Vorlesungen. Es gibt ja keine Flexibilität. Und diese Anwesenheitspflicht, es wird ja offensichtlich, dass die Leistung
im Kurs anwesend zu sein, ist doch Bullshit. Du musst doch eine Klausur oder irgendwie musst du eine Leistung, einen Leistungsnachweis bringen. Diese Anwesenheit, was soll das? Wenn einer die Fragen beantworten kann, muss er meiner Meinung nach nicht in der Vorlesung gewesen sein. Ich war in Vorlesungen mit 800 Leuten, wo du, aber es hat eigentlich keinen interessiert, ob du da warst oder nicht, du musstest die Klausur bestehen. Gibt's noch Fragen? Bleibt Markus Weise hier oder fliegt er gleich wieder zurück? Okay, muss hier bleiben. Ja, ich werde mich dazu nicht mehr. Ich würde gerne was ergänzen, diese Frage, wenn der 21-jährige Master da ist. Das heißt, ja. Dann gibt es keine 25, 27, ja, genau. 29-jährigen Leistungsträger mehr in der Nationalmannschaft. Die gibt es nicht. Weil die also seit 6 Jahren arbeiten. Mhm. Ja, genau. Also du hast immer weniger Zeit, eine Mannschaft zu Ende oder einen Spieler zu Ende zu entwickeln. Früher hast du gesagt, mit 7, 28 war der Spieler im Zenit. Manche, die top trainiert waren, kommen bis 32 Spiele. Oder noch, es gibt ja noch andere Beispiele. Die wird es immer weniger geben. Und wann sollen die, wenn du 17.30 Uhr Schule endest, wo soll ich dann Training machen? Okay, vor der Schule, auch im Hockey dann? Mit der Schule geht es auch. Schule, ne? Ja, wenn die Schule ein bisschen was drauf hat, sportmäßig, aber welche Schule hat das? Weiß ich nicht, nicht so viel in Deutschland. Ja, das gibt wieder individuelle Vereinbarungen zwischen Verein und Schule. Genau, das ist alles einzeln aushandeln. Aber das spüren Sie im Moment noch nicht? Noch nicht, aber es wird kommen. Ganz klar, es ist ja vorgezeigt. Können wir nochmal an den Konfrontationsteil zurückkommen? Vielleicht in der Frage. Unbedingt. In der Frage, du hast ja eben schon angespielt. Kannst du noch was sagen zu deiner Sicht auf Vereinsarbeit? Wie wichtig ist das für dich, was in den Clubs passiert? Yeah. Also als Überleitung. Das ist ja die Basis für alles, das ist ja klar. Im Grunde genommen bist du ja als, ich meine, ich bin jetzt der oberste Bundestrainer, aber du bist ja ganz, ich war jahrelang auch Landestrainer und da siehst du es ganz deutlich, noch deutlicher, du bist total abhängig von der Top-Qualität an der Basis und die wird im Verein gemacht. Also die Talente, wer ist eigentlich der erste Trainer des Top-Talents? Fragezeichen. Irgendjemand oder ein Top-Trainer? Das macht schon mal einen massiven Unterschied. Du musst eigentlich die Trainer, die Kinder betreuen, die müssen top sein und das ist in Deutschland nicht so. Es geht ja schon los, weiß der Trainer eigentlich, was kindgerechtes Training ist? Oder macht der Training, was die Erwachsenen auch machen? Was da Blödsinn ist. Geht los bei Spielfeldgröße. Ich habe jahrelang beim TSV Mannheim die nicht gerade berühmte Fußballabteilung gesehen, was da für ein Training gemacht wird. Da müssen kleine Kinder Schlange stehen, was bekloppt ist. Kleine Spieler müssen viele Ballkontakte haben. Also ich hätte, da geht es schon mal los. Also die Arbeit wird an der Basis im Verein gemacht. Und deshalb ist es wichtig, dass der Verein nicht nur einen hauptamtlichen Trainer verpflichtet und der muss alles machen, sondern der muss gucken, wenn er Kontinuität haben will, wenn er auch eine Talentpyramide haben will und für die Top-Mannschaft Talent entwickeln will, muss er viele Trainer qualifizieren und die müssen gut sein. Und jetzt kommt der Nächste und ist der Mandiar, der Notenhagel, das sind alles tote Mannschaften. Und da gehen auch Talente verloren, das ist leider so. Aber die Top-Arbeit und die Basis im Verein. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann dient die Gerd-Wellen-Stiftung auch und vor allem diesem Zweck. Und ich glaube, deshalb sind wir vor allen Dingen heute Abend hier. Ja, perfekt. Natürlich nicht. Also wir sind ja alle hier, um einen interessanten Abend zu haben. Ja, und ich denke, ein interessanter Abend war das. Also ich mache mich jetzt einfach mal zum Sprecher des Auditoriums. Dank euch beiden ganz herzlich, lieber Stefan, lieber Markus. Ja, vielen Dank für die interessante Unterhaltung und die interessante Beantwortung der Fragen.